Willkommen zurück zu einer wahrhaft bösen weiteren Folge Overlord 2. So. Ja, es ist schön. Ich habe jetzt ein paar Seelen gefarmt. Ich hoffe mal, dass sie jetzt für den Endkampf auch ausreichen. Gelangt in den Kaiserpalast. Jo, teleportieren wir uns jetzt direkt rein. Und dann werden wir sehen, ob die ausreichen, die ich jetzt habe. Er hat von jedem so im Schnitt 50 Stück mitgenommen. Dann werden wir jetzt hier gleich mal gucken. So. Ja, okay, von einigen haben wir halt ein bisschen mehr. Okay, jetzt sehe ich gerade, wer... Eine habe ich vergessen. Okay. Gut. Ein Braun weniger, ne, ist nicht so toll, aber können wir nicht ändern. So, nehme ich von euch 10. Ja, von euch sollte ich auch mal 10 mitnehmen. Von euch nehmen wir mal 15 mit. Und von euch 5 Stück. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir das Kaiserreich jetzt nicht doch stürzen können oder nicht. Hey, hier rennen die immer noch rum. Aber eigentlich dürften wir jetzt hier in den Palast einfach so einmarschieren gehen. Ah, ich wollte schon fragen, wo bleibt die schön spannende Musik? So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob unsere Armee jetzt ausreicht, um den Gegner zu bezwingen. Okay. Ah, hier haben wir noch ein bisschen... Stop. Okay, das Ding geht auf. Aha. Und der Raum ist eigentlich nur noch mal da, um Schergen wieder zu holen, oder? Und die Biester können wir kaputt machen. Das sollte eigentlich meine stehen. Gut, dann gehen wir mal rein hier. Ihr seid es, Geißel der Natur. Ich bin aus dem Arena-Verlies entkommen. Eine Fee hat mir geholfen. Mist, dachte, wir wären diesen Wurmfreund los. Ich werde Solarius finden. Wenn ich mit ihm fertig bin, ist er ein anderer Mann. Bringen wir es zu Ende. Wir beide zusammen. Ihr zerstört alles, so wie ihr es am besten könnt. Und ich inspiriere euch mit meinen Monologen. Will er Solarius so lange volljammern, bis der sich selbst tötet? Könnte funktionieren. Wenn ich nur ein magisches Wesen wäre, dann wäre alles ganz anders gekommen. Elfen verfügen eigentlich über Magie. Aber ich konnte nicht einmal einen Grashalm wachsen lassen. Hauen wir hier erstmal auf den anderen ein hier. So. Ah, da vielleicht irgendwo noch einen Dicken oder so? Ne? Okay. Bis jetzt kommen wir ja gut so weit durch. Ah, bei denen werden wir die wohl ein bisschen weiter vorschicken müssen. Na? Jetzt. Okay, Feuer bringt schon mal nichts. Das heißt, wir schicken euch direkt ran hier. Ah, die Elite-Truppe von denen hier ist aber wirklich, ne? Schwer zu knacken. Ah, ich nehme zwar selbst auch nochmal ordentlich Schaden, aber... Jetzt haben wir sie. Und ich kann mir mein Leben wieder aufsetzen. Mal gucken. Na, 5 blaue waren wohl doch ein bisschen zu wenig, wa?
Das Problem, die Roten haben halt nichts gebracht dagegen. Vier haben wir jetzt verloren. Ah, sogar einen blauen. Gut. Ich hoffte, das Turmherz eures Vorgängers würde mein Potenzial freisetzen. Deshalb versuchte ich vor Jahren, es zu stehlen. Ich wusste natürlich, dass es instabil würde und explodieren könnte. Lorian löste die große Zerstörung aus. Elender Elf. Er hat das Turmherz benutzt. Okay, dann kommt mal her, ja. Ein bisschen Leben kann ich gebrauchen gerade. So. Dann macht mal hier alles kaputt. Und hier ebenso. Na los. Und bringt mir schön das Gold mit. Ah, halt, falsch. Gut, dann gehen wir mal weiter. Die Menschen fürchteten sich plötzlich vor Magie. Solarius machte sich ihre Furcht und ihren Hass zunutze. Und er schuf das prächtige Kaiserreich und ließ alle magischen Wesen läutern, die ihm im Weg waren. Ihr Menschen, in einer Gruppe seid ihr so leicht zu kontrollieren, wie ein großes, dummes Tier. Aha. So. Nun gönnt mir mal auch ein bisschen was. Meine Feuerringen. So dann, komm. Ach, du hast keine Lust. Okay. Dann nehmen wir erstmal alle wieder mit. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Stuff. Dann holen wir uns erstmal den Stuff. Halt, 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 halt. Wo will denn der Feuerregen gerade hin? Da hinten könnt ihr nämlich noch mal ein bisschen Krawall machen. Ah, schnappt euch alles. Und hier könnten wir Reserve holen. So, ein Rot mal wieder weg. Brauchen wir einen blauen. So. Und dann hier einmal komplett durch. Schnappt euch Ausrüstung. Und dort drüben gleich weitermachen. Ja, kommt. Schnappt euch Ausrüstung. Wer noch keine Ausrüstung hat, soll sich jetzt noch welche holen. Und du komm mal wieder her, mein Roter. So. Dann wollen wir mal. Der erste kommt. So. Ah, willst du nicht herkommen? Zack und weg mit dir. Na, du da oben? Keine Lust runterzukommen? Dann bringe ich dich einfach so um, weil ich es kann. So, hier die Kisten auch nochmal. Okay. Und alles schön folgen. Weiter geht's. Es ist für den Aufstieg bereit. Die Menschheit wird noch lange von diesem Tag reden. Und sei doch still, Marius. Verzeiht, Lord. Man könnte meinen, du wolltest über die Welt herrschen. Können wir fortfahren? Ich versichere dir, deine endgültige Auslöschung steht unmittelbar bevor. Wie du siehst, hat Florian durchaus seinen Nutzen. Durch ihn konnte ich mit dir spielen. Durch ihn konnte ich die Heiligtümer Stück für Stück von innen zerstören.
Ich hoffe, du erkennst die wunderbare Ironie dieser Geschichte. Ich habe die Magie hier gesammelt, raffiniert und an meine Bürger verfüttert, bis sie gefügig und großzügig wurden. Natürlich habe ich ein wenig davon genascht. Hier sind die Träume und Albträume der Menschen, ihre Ängste und ihr Wille. Durch sie steige ich vom Elf zum Kaiser und zum Gott auf! Holy shit. Da hat der Elf das alles geplant? Das Ding besteht aus reiner Magie und es verschlingt alles, was in dem Weg steht. Es ist ein Dämon! Ein Dämon! So. Wo ist unser Kaiser? Das ist... Er ist wunderschön! Er ist wunderschön! Mein Gott ist gar lieblich anzusehen. Für mich sieht er eher wie ein großer Rotzklumpen aus. Die magische Energie und ihr neuer Wirt vertragen sich nicht. Sie ist sauer geworden, Herr. Ihr seid gar lieblich anzusehen. Und ich bin mir sicher, dass ihr mich am Ende für meine Treue belohnt. Rebellen! Jetzt schlagen wir das Kaiserreich nieder. Wir brauchen einen Helden aus dem Volk. Du da, greif an! Warum ich? In der neuen Völkerrepublik sind alle Angriff, gleich. Angriff, Angriff! Angriff! Das Volk hat gesprochen. Angriff! Nein! Angriff, nein. Angriff, Angriff, Angriff! 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 Das Ding ist wirklich hungrig. Vielleicht könntet ihr für ein wenig Essen auf Beinen sorgen, damit es etwas langsamer wird. Nichts soll ihn aufhalten! Okay. Diese Eiterbollen an ihm scheinen schwächer zu sein als der Rest. Greift sie mit euren grünen und roten an. Okay, grüne und rote. Das hat ihn wütend gemacht, Herr. Macht weiter so. Vielleicht können wir Solarius aus diesem Schleimbatzen lösen, von dem er seine Kraft erhält. Okay, wir müssen mal alle zusammensammeln hier jetzt. So. Du bist ein Ärgernis für ihn. Ah, ich komme nicht so wirklich ran da. Okay, er haut jetzt weiter ab. Hopp. Ja, lasst mich mal durch hier. Das kann. Verneigt euch vor dem Verschlinger! Nein, es ist wichtig, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. Ich glaube, sie will sagen, wenn eine Macht außer Kontrolle gerät, muss eine andere Macht sie aufhalten. Ohne Dunkelheit gibt es kein Licht. Und diese Dunkelheit seid ihr, Meister. Okay. Au. Na, wartet. Komm ich da oben hoch? Aggression steckt nur Furcht. So, ich hoffe, das reicht an der Anzahl, die wir hier haben. So. Dann einfach mal alle drauf schicken hier. Auf die Eiterbeulen. Au. So, kommt mal her, kommt mal her.
Okay, die schießen da gerade drauf. Aber können wir jetzt nicht so dran handeln. Das ist noch eine Eiterbeule. Springt sie an, macht sie kaputt. Er segnet uns mit seinen göttlichen Ergüssen. Er ist ein Gott. Liebe ihn. So. Eine Eiterbeule haben wir noch. So, kommt mal her, ja? Ihr müsst ihn töten. Nee, ich bin ja schon dabei. Was seid ihr eigentlich hier für Faggels? Sind das Schergen gewesen? Okay, das ist schon krass. Bist du ein Nichts. Ja, aber nur ich bin der wahre Overlord hier. Na komm. Ah, hat eine neue Eiterbeule. Die Zeit ist gekommen, Lord. Belohnt mich. Ich will wie ihr sein. Hoffentlich werden die beiden glücklich. Mehr könnt die Verunkel nicht erreichen. Wählt eine andere Taktik, damit eure Schergen ihn angreifen können. Okay. Eine andere Taktik. Ha. Okay, erste Furunkel habe ich geschafft. Da haben wir noch eins. Jawohl. Da haben wir wieder eins. Jetzt wissen wir, dass das Ding wirklich alles gefressen hat. Oh, wirklich alles. Ein Furunkel bleibt noch. Au. So. Ja, kommt her hier. Ja, kommt, das schafft ihr. Jawohl. Okay, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Aus dem Körper des Biestes wurde ich wiedergeboren. Bald werde ich zur wahren Gottheit aufsteigen. Solange er so schön göttlich ist, könnt ihr seine Energie mit eurem Verderbtheitszauber aussaugen. Okay. So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. Jemand ist aufgewacht. Aha. Ah, jetzt kriege ich ja wieder neue Pustel. Okay. Pustel angreifen. Pustel angreifen. Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Jawohl, nächster Pustel. Dann machen wir hier nochmal die Wachs. Lasst mein göttliches Licht auf euch scheinen. Jetzt müsst ihr ihn auch wieder auskotzen, oder? Ich werde euch alle wie nutzloses Ungeziefer zermalmen. So, saug, 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 saug. Okay, gleich nochmal. Wollen wir noch mal ein paar rote?
So, und pusteln. Ah, jetzt hängt das hier wieder fest. So. So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. So. Ah, macht die hier alle? Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Na, kommt schon. Lasst mein göttliches Licht auf euch scheinen. Okay, wunderbar. Flöte wegmachen. Ich werde euch alle wie nutzloses Ungeziefer zermalmen. Ah ja. Vorsicht, Meister! Ah. Gut, was haben wir jetzt alles verloren? Grüne. Hauptsächlich. Nehmen wir die mal wieder raus. Und Pusteln angreifen. Los jetzt! Ja, die schaffen es nicht richtig. Na komm, hau mal rein hier. So, jetzt aber. Jawohl. Hast du noch einen Booster? Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Na, schaff ich's? Jawohl. Das ist mein Aufstieg. Ich steige auf. Ich werde die Welt umarmen. Oder alternativ einfach im Schlamm versinken. Und so endet es. Der Kreis schließt sich. Ich hoffe, ihr wartet nicht, dass ich hier aufräume. Männer sorgen immer und überall für Unordnung. Und so kam das prächtige Kaiserreich zu Fall und endete, wie es so häufig geschieht, in einer Schlammpfütze. Ein neues Zeitalter begann, geboren aus Zerstörung und Domination dieser unwiderstehlichen Mischung. Und der Meister lebt in Harmonie mit den Mätressen. Aber vielleicht findet auch seine dunkle Macht einmal ein Ende. Denn viele versuchen, einen Overlord zu stürzen. Manche kommen aus den dunkelsten Gruben und manche aus den hellsten Städten. Während andere nur warten, bis ihre Zeit kommt. Das Böse, es findet immer einen Weg. Okay, das war Overlord 2. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu let's playen. Der Plot-Twist am Ende war sogar gar nicht mal so schlecht. Aber hey, ne? Sowas konnte man sich eigentlich schon denken, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Weil auch da gab es einen schönen Plot-Twist. Aber es war an und für sich so ein wunderschön böses Spiel. Schade, dass es eigentlich schon zu Ende ist. Es hat Spaß gemacht. Man hätte auch noch ein bisschen mehr draus machen können, aber so als kurzes Zwischendurch-Gag war es wirklich okay. Gut. Ich verabschiede mich dann jetzt mit hiermit. Und sage dann c'est la vie und wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play wieder. Also, schaltet wieder ein
und bis denn.